Willkommen, Freunde der Feiertagskostümierung zu Costume Quest. Ja, in der letzten Folge haben wir, was sagen wir, haben den Kostümwettbewerb abgeschlossen und eigentlich gesehen, die Mollquack-Szenen schon fast schon geklärt. Wobei Monster wieder aufgetaucht sind, die Trobbins, die die ganzen Süßigkeiten entführen wollen. Naja, ist jetzt nicht keine epische Story aller, was weiß ich, die Welt zu retten oder irgendwas anderes. Aber hey, es muss auch mal kleine Geschichten sein, nicht wahr? Und naja, zum Glück haben wir jetzt alle unsere Kostüme, die wir haben können, bis auf das, was war es denn? Bis auf das Kürbiskostüm, glaube ich, ne? Ja. Genau, und was auch immer auch das hier sein soll. Eine schwarze Hose, eine schwarze Hose, ein schwarzer Schal und irgendetwas Gewilltes. Hm, keine Ahnung, was das sein soll. Das könnte ein Lasso sein. Hm, okay, also, ja, wollen wir noch mal ein bisschen erkunden. Hm, über was für ein Thema könnte man inzwischen reden, wenn ich hier noch ein bisschen hier Trick or Tweete? Na, was ist es? Los für immer! Wah, 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 wah. Was ist das für eine komische Handbewegung? So, jetzt wieder der gute alte Kampf. Ja, ach so, apropos Kampf. Letzte Folge war ja gestern, wie heißt das? Crypt of the Necrodancer, und die war ja nicht besonders gut, die Folge. Ja, deswegen, das wollte ich ja noch kurz anmerken. Ich werde jetzt in den nächsten, wenn ich jetzt wieder was mit Costume Quest mache, dann werde ich auch nur noch, dann werde ich diese Zone, die wir letztens gespielt haben, die werde ich überspringen. Die werde ich alles offscreen machen. Weil ich will ja jetzt nicht euch unnötig, wie heißt das mal, wir sollten über den Magier stunnen, weil der bufft ja die Leute oder heilt sie in dem Sinne. So, jetzt heißt es wieder aufpassen. Oder blocken in dem Sinne. Ja, unsere Werte sind echt wirklich, sind jetzt viel besser geworden. Jetzt können wir viel besser ausweichen. Das ist unser Reynold, unser Hauptheld. Ja. Ich gehe mir auf den Kanonier, gehen wir immer auf den Kleinen. So macht man das. Genau richtig. Und er ist noch vergiftet, das zieht nochmal extra. Hm. Komm, ein Treffer noch und dann, wenn der nächste Runde, wenn die nächste Runde anfängt, dann kriegt er eh nochmal seine 17, 20 Schaden. So. Alter. So, das ist nochmal einfach. Ja, deswegen wird, wenn also wieder mal was zu Crypt of the Necrodancer kommen sollte. Ja. Tod von oben. Der amerikanische Weg. Die amerikanische Art. Genau. Wächterschild, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Obwohl. Ach komm, einfach das Effekt deswegen. So. Ich denke, der Drops ist gleich gelutscht. Okay, der Schläger ist zwar ein Level über uns, aber. Ich hätte auch noch heilen können. Aber das geht schon klar. Hm, ich könnte ihn natürlich auch noch stunnen. Ach komm, stunnen wir ihn auch mal, weil dann müsste der eigentlich. Obwohl, der Magier müsste jetzt raus sein. Der hält ja, glaube ich, nur drei. Das hält, glaube ich, auch nur drei Runden, ne? Oh mein Gott! Dietschan Zock hat zweimal hintereinander dieselbe Taste gefunden. Ist es denn des Wahnsinns? Genau. No. Oh, dafür hat er da wieder einen gedrückt. So. Was ist los mit mir? Jedes Mal dasselbe. So. Ist er noch gestunt? Ja, ist noch gestunt. Okay, dann hauen wir nochmal einmal auf den Magier drauf. Ja, also, wenn dann wieder Crypt of Necrodancer was kommen sollte, dann auch nur die nächste Ebene. Weil die letzte Folge mit diesen komischen kleinen Rosen, ja, sieht man, deswegen muss man den niedermachen. Der heilt die ganzen Leute. Deswegen sollten wir mal auf die Supporter gehen, in dem Fall. Ah, keine große Sache. Und nochmal die Freiheit, denn Freiheit ist uns wichtig. Was haben wir denn da? Moosholz. Mm, für die Veganer unter euch. Da ist ein bisschen Moos in den Zähnen stecken geblieben. Ja. Diese komischen rosa Klingviecher in der letzten Folge, die so einen komischen Muster springen. Die haben leider die letzte Aufnahme total versaut. Ja, na gut, wir haben zwar ein paar Zauber freigeschaltet, aber naja, das bringt jetzt nicht wirklich was. Naja, also deswegen wird die nächste Folge dann in der nächsten Zone stattfinden. Hm, sollen wir nochmal runtergehen und nochmal gucken, ob die neue Kampfkarte für uns hat? Oder wollen wir erstmal die obere Ebene erkunden? Obwohl, warum frage ich euch? Ist ja kein Livestream. Ich kann ja nur sehen, im Nachhinein. Ja, Zentrumsbahn, da müssen wir noch hin, ne? Nächste Ebene dann. Kann ich euch nur Kommentare drauf eingehen. Naja.
Deswegen gehen ja auch so viele Leute jetzt zu Twitch und machen Livestreams, weil sie ja unbedingt wissen wollen, was die Leute wissen wollen, was die Leute von dem Spiel halten. Naja. Würde ich mal so teils reingehen, dass das so stimmt, weil. Hey, weil da irgendwie 5000 Leute was gleichzeitig schreiben, wie soll man sich da denn bitte drauf konzentrieren? So, ah, danke, dass du mir auch einen Hinweis gegeben hast, du, jenige da. Okay. Der läuft immer in seinen Pattern. Das heißt, dann wieder von hinten mit der Süßigkeiten-Tüte auf den Hinterkopf gehauen, dann hauen wir nochmal 20 Punkte zu Anfang weg. Oder wollen wir erstmal Trick-or-Treaten? Lieber erstmal Trick-or-Treaten. Süßes und gibt's Saures. Was gibt es eigentlich für gute Filme zu Halloween? Oh, schon wieder ein Trobin. Neues Management. Oh, 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 oh Gott. Naja, was ist wollt ihr? Es ist ein Kinderspiel. Es ist ein simples, simples Tim Schafer Double Fine RPG. Aber es muss ja nicht immer gleich Final Fantasy sein, nicht wahr? Wobei, wenn man jetzt mal von Super Nintendo ausgeht, was da wie viele Spiele gibt, die alle gleich aussehen. Naja. So, obwohl. Ach, das ist ein Magus, der kann ja auch die Leute heilen. Verdammt. Obwohl, wenn wir alle auf den Zauberer eingehen, weil Zauberer haben ja logischerweise, wie man es ja aus Fantasy-Spielen kennt, nicht gerade hohe Verteidigungswerte, ne? Gut, wie sagt man? Zauberer sind wie Teppiche. Gut anzusehen, aber meistens am Boden. Ja, reicht das? Ja, gut. So, jetzt heißt es wieder blocken. Die übliche Vorgehensweise. Angriff-Buff. Wird dir aber nicht viel bringen. Ram! Wake me up before you die. Ich soll ja nicht singen. So. Gut, was gibt's denn gut für Halloween-Geschichten? Relevante Sachen, die man sich anschauen kann, die nicht Halloween im Titel haben. Ja, ja. Die Initiierung von Halloween 2. Habe ich auch mal in irgendeiner Folge. War es auch Costume Quest oder irgendwas anderes? Ja, auch schon mal darüber erzählt. Oh mein Gott, ich kann jetzt die Tasten drücken. Ich treffe die Tasten. Was ist los mit mir? Bin ich krank? Ja, stimmt. Da habe ich mich ja damals darüber gewundert, ne? Die alte KJ. Wann ist die rausgekommen? Vor ein paar Jahren? Die KJ-DVD von Halloween 2. Dem Vorzeit von Halloween. Wer hätte es gedacht? Den alten. Was eigentlich gar nicht, der eigentlich gar nicht so übel ist. Ich meine, wenn man bedenkt, dass der ein Jahr später nach dem ersten Teil gedreht wurde, was natürlich Sinn macht, weil es Slasher-Film, er muss natürlich schon schnell wirklich. Ich müsste schnell eine Fortsetzung raushauen. Und man nicht das Gefühl hat, dass der Film irgendwie ein Jahr später gedreht wurde, sondern gleich wie in der Story gezeigt, in derselben Nacht spielt von Halloween 1. Und dass der Gore-Faktor natürlich ein bisschen hochgedreht ist. Aber naja, gut, das ist ja ein zweiter Teil, nicht wahr? Und was ist das Merkwürdige an der DVD? Ja, genau. Man kann die rausgeschnittenen Szenen, weswegen der Film damals indiziert und beschlagnahmt wurde, ja, ich denke, das war es so, in den Bonus unter Extra-Szenen auf der Extra-DVD, was merkwürdig ist, was... Ich meine, hä? Hätte man nicht einfach... Ja, 20! Gut. Und gehen wir wieder auf den Kleinen. Merkt es euch, immer auf den Kleinen gehen. Ah, das war ein bisschen zu knapp. Ah, ich denke mal, das reicht. So, und, Zauberer oder Medikus? Nein, machen wir dieselbe. Machen wir dieselbe Taktik. Wusch! Schöner Effekt, hat aber nichts gewirkt. Ah, na gut. So. Gleich zwei Magier. Ja, je breiter sie sind, desto besser sind sie zu treffen. Tja, was gibt es noch in der Sicherung? Oh ja, Halloween-mäßig. Es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Filme, die was mit Halloween zu tun haben. Was natürlich Sinn macht, weil Halloween ist natürlich viel der Moneymaker. Vor allem natürlich zu Halloween kommt in Amerika. Sieht man ja dran, wenn man sich mal die Veröffentlichungslisten ansieht für den ganzen B- und C-Horrorfilm, die dann zu der Zeit rauskommt. Und natürlich auch normalen Horrorfilm. Ja, der nächste, glaube ich, auch der nächste Chucky-Film, ne? Coffee, Toffee und Giftschlamm. Ja. Captain Planet. Warum stehen eigentlich Spielzeuge 90er Jahre? Warum stehen eigentlich Jungs immer so auf diesen grünen Glibberschleim, ne? Ist es, weil man kann jetzt matschen und glätschen und wir wissen nicht, irgendwie. Irgendwie mag ich Dinge in die Hand zu nehmen, die schleimig sind. Okay. Ja, also, was habe ich dann gefunden? Aber also, zu Halloween gibt es ja sehr viele Sachen in der Zeit. Ist ja auch ein Feiertag bei denen da. Hier ist es ja eben diese Sattmagisch-Geschichte. Und dann kommen wieder die üblichen Leute zu auf Twitter und, wie hieß es nochmal? Facebook? Na, stimmt, ja, gibt's ja immer noch. Süßes Sand gibt's auch, die dann wieder sagen, ich feiere kein Halloween.
Ah, ich mache Martinstag, bla bla bla. Denn, ja, gegen Amerikanisierung und bla und so weiter und so. Ja, ja, ja. Alle Drawbox und Süßwaren zurückmelden. Sofort zurückdrücken. Sofort abdrücken. Häufiges Gast von Sektor 5, der sich endlich meldet. Oh, jetzt sind alle Drawbox abgehauen, weil wir alle Süßigkeiten haben. Cool, warte mal. Ist das nicht schon unter Aufgaben? Süßen gesammelt. 12-12. Okay, alle Laden haben wir geklärt. Super. Und gelernte Aufgaben haben wir auch alle weg. Okay, bis auf die Karte ist seltener. Warum ist die dann unterlegte Aufgaben? Ach, die haben wir wahrscheinlich nicht geschafft. Naja. Verdammt, fast wieder 15 Minuten. Ich will ja die Folge nicht so lang machen. Ach ja, und ich hoffe, es ist euch genehm, dass ich die in den Einstellungen die Helligkeit ein bisschen hochgedreht habe, weil man hat ja teilweise nichts mehr erkannt. Okay, das Problem ist dann zwar, dass man hier teilweise dieses... Oh, da ist ja doch noch einer. Es sind doch noch ein paar übrig. Dass man teilweise dieses leichte Pixeln erkennen kann, aber ich krieg das leider nicht weg. Vielleicht muss man doch irgendwie was... liegt wahrscheinlich doch an Angriff... DX-Story. Quatsch, DX-Story. OBS. Überraschungsangriff! Angriff von hinten! Oh. Wie war es nochmal? Ja, der Wächter ist keine große Sache. Der Magnus, der ist die, auf den muss man achten, wegen, Buffen. Aber das wissen wir ja inzwischen ja schon, nicht wahr? Wow, cool. Ah, also, was ich euch nochmal so ans Herz legen wollte, wegen kurz, ich habe ja kurz mal kurz, wie heißt es, kurz recherchiert, vor dieser Aufnahme. Kennt ihr zufällig den Film, das war, vertippt. Kennt ihr den Film, ich habe die X mit erwischt. Ach, ist keine Sache. Große Sache. Kennt ihr den Film, den Zeichentrickfilm? Kennt ihr den Zeichentrickfilm von 1993? Ich glaube, der lief auch mal auf ProSieben. Ja, ich glaube, der lief auch mal in der Zeit auf ProSieben. Als ProSieben ja noch so... X. Mann, du Idiot. Das war A, du Trottel. So. So, das ist einfacher. Das kann ich. So, und jetzt heißt es wieder blocken. Da kann er zum Glück noch einmal angreifen. So. Gut, alter Raketennagel. America! Surprise! Confex! Genau. 1993er Zeichentrickfilm. Ja, sowas. Kopf über in die Geisterstunde. AKA. Das war X. AKA. Kopf stunnen wir nochmal. Einfach nur das Effekt deswegen. Um ihn noch einmal zu quälen, denn er steht ja in Flammen. Oh. Er kriegt's immer ab. Warum er ich immer? Hat er zu wenig Werte? Möglicherweise. Ah, ist unten. So, ich brauche den eigentlich gar nicht mehr anzugreifen. Ja. Oh ja, gar nicht mal. Der Gift-Effekt macht den. Regelt das. Immer noch nicht? Okay. Komm, heilen wir ihn einfach mal. Oder uns besser gesagt. Ja, ich bin der Profi-Display. Ich weiß, wie man den sehr gezielt. Kopf über in die Geisterstunde heißt der Film. AKA der Zeichentrickfilm. Oder im Original. Holzchips. Die Splitter so schön. Ah, das nimmt mich an Colt Myra. Level up. Cool. Ich bin sauer. Oh, wo kam das denn plötzlich her? Wo kam der plötzlich her? Da wird's beide richtig schöne Kampffolge. Schön. Ja, wie heißt er auf Deutsch? Ja, der Halloween... Nee, auf Englisch. Im Original. Der Halloween-Tree. Wo, vier Kinder zu Halloween, den Geist ihres Freundes retten müssen. Ich glaube, das wird angedeutet, dass er Leukämie hat. Oder einen Unfall. Ne? Er hatte einen Unfall gehabt. Und sie finden dann heraus, sie müssen, seine Seele... retten von einem gewissen bösen Mann, einen alten Kerl, der in einem bösen Haus auf dem Hügel wohnt, der seine Seele an ihn verkauft hat anscheinend. Und dafür müssen sie über den, wie in Originaltitel schon erwähnt, den Halloween-Baum, den Kürbisköpfe-Baum, müssen sie dann seine Seele bzw. seinen Geist jagen. Der... Denn jeder dieser Kürbisköpfe repräsentiert, glaube ich, etwas, ein Aspekt von Halloween, wenn ich mich nicht irre, genau. Ach komm, das vertragen wir. Wir sind eh ein Level über die. So. Was soll's. Und da müssen sie dann, mit der Anleihe von, wie heißt der? Mr. Mountshroud. Genau, der alte Kerl. Der übrigens im Original gesprochen wird von, wie heißt er? Leonard Nimoy, aka Mr. Spock. Ja, der ihm gestorben ist. Letztes Jahr? Ja. Ja, hello. Wir sagen jetzt wieder mal ganz viele Leute. Oh, die ganzen Celebrities, die sterben alle. Aber Leute, ihr müsst das auch bedenken. Die Leute sind,
Leute, die sind irgendwie um die 50 geht ja noch nicht. Die sind irgendwie um die 80, 70, 80 Jahre alt. Die haben ihre Filme, die unsere Jugend, beeinflusst haben, vor 20, 30 Jahren gemacht. Das ist natürlich logischerweise logisch, dass die dann leider auch mal irgendwann mal sterben. Im Sinne von, naja, altersbedingt. Ist halt traurig, aber ist halt so. Naja, und dann müssen sie dann halt, was ist das denn? Saure Füße. Lecker. Lecker. Ja, saure Füße. Da steht bestimmt, da steht der Quentin Tarantino bestimmt sehr drauf. Und da müssen sie dann halt über diesen Halloween-Tree, Kürbisbaum, übrigens geschrieben von Ray Bradbury, was war's? Ray Bradbury, Science-Fiction-Autor bekannter, lebt er eigentlich noch? Hier, Fahrenheit 451, ne? Warum heißen sie Montag? Weil ich am Montag arbeite. Oh. Okay. Ich kann ja froh sein, dass er nicht Totensonntag heißt. Müssen sie dann über diesen Baum, in verschiedene Zeitepochen, hinter seinen Geist hinterher. Und, lernen dabei nebenbei was über, ihre Kostüme, beziehungsweise über Halloween an sich. Warum Leute sich kostümieren. Oder warum zum Beispiel... Weil der dicke Junge der Dicke in der Gruppe verkleidet sich ja da als, was waren sie verkleidet? Skelett, Hexe, Mumie, eine sehr simpel gehaltene Mumie und ein Monster, beziehungsweise Glöckner von Notre Dame oder soll es einfach nur ein Ungeheuer darstellen? Und lernen dabei, und zum Beispiel der Dicke lernen wir dann zum Beispiel über im Mittelalterteil, lernen wir dann zum Beispiel, warum Menschen Wasserspeier aufstellen. Also natürlich wegen Wasser ableiten, aber natürlich auch, was die tiefere Bedeutung von Wasserspeiern / Gargoyles ist. Oder warum sich Leute zu Halloween in Mexiko als Skelette verkleiden und Zuckerköpfe tragen und mit ihr ganz locker mit dem Thema Tod umgehen. Und zum Beispiel. Das ist educational, wie man sagen könnte, ne? Ja. Leider findet man diesen. Okay, noch einen Gegner hier und dann beenden wir die Folge. Leider findet man den nicht auf Halloween, Quatsch. Auf, DVD und so weiter. Merkwürdigerweise. Naja. Aber wenn ihr Glück habt, vielleicht habt ihr noch die Aufzeichnung von damals. Die guten alten VHS-Schätze. Aus der guten alten Zeit, als ProSieben noch sich doch gedacht hat, hey, Halloween, das kommt gut an. Machen wir doch mal so ein Special mit ganzen Halloween Simpsons-Folgen und so weiter. Die guten alten 90er Jahre Halloween-Folgen von Halloween. Halloween von Simpsons. Und schon wieder vertäfft. Alter. So, jetzt aber. So, Angriff und BAM! Und, ich glaube, wir sollten dem Magus noch was stunnen. Ach, da wird es leider nichts mehr mit neuen Kampfkarten. Na gut, was soll's. So, und dann BAM! Und, ja gut, wenn ich eins weiß, wo die, welche Taste liegt, dann weiß ich dann natürlich die Y-Taste, wegen, Batman, nicht wahr? So. So. Ah ja. So, bäm, weg ist er. Gut. Ja, sehr geil. So, und der dicke Grenadier, der wird natürlich mehr Schläge vertragen. Vor allem von unserer Freiheitsstatue, die jetzt schadenmäßig jetzt nicht so gut ist, weil es halt mehr Unterstützertyp. Aber naja. Warum gehen sie alle auf ihn los? Anscheinend mögen sie sind sie keine Mittelalter-Fans. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare. Ja, man soll doch mal ein bisschen Leute mal ein bisschen mal einbinden in die Videos, nicht wahr? Schreibt doch vielleicht mal in die Kommentare, ob ihr noch irgendwelche guten Halloween-Specials oder was Besonderes kennt, was man im Fernsehen lief und seit Ewigkeit nicht mehr zu sehen war. Schleimkäfer, die extra knackigen. Ja, Level 7. Okay, gut, Leute. Also, wir beenden die Folge und dann sehen wir uns der nächsten, wenn wir in dieser Kosten-Quest kommen, warte mal, ich muss dich doch ein bisschen aufrichtig hinsetzen, sieht doch nicht so hundertprozentig genau. Ja, gut, hier unten ist es heller. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Kosten-Quest. Ich, was werde ich denn machen? Ja, gut, ich werde mal ein Warframe leveln, ja, ich muss da wieder ein Equinox auf 30 bringen, leider. Naja. Und, Happy Halloween und, erzählt mal, was ihr so Halloween-mäßig noch so kennt. Was gibt's denn noch so in Richtung Halloween? Ach stimmt, ja, E.T. Na gut, die eine Hälfte spinnt, ist zwar nur ein Teil der Handlung Halloween statt, aber dafür hat das ein Meme oder eine Theorie in die Welt gesetzt, diese Szene, ne? Ich meine nur, nach Haus, nach Haus. Nein, E.T., ärgere nicht diesen Yoda und sich dann der Leuchter die Theorie etabliert hat. Ist E.T. vielleicht ein Jedi?
Das war schon, glaube ich, oder ist das erst durch die unten rechts ETs in Episode 1? Der Film mit zu viel komplizierter Politik. Das Prequel mit zu viel komplizierter Politik entstanden. Möglicherweise. Ja, und warum hat er ihn erkannt? Okay, man könnte auch sagen, weil er wie ein Alien aussieht, aber er hat so komische Sachen drauf und, ne? Und wer weiß? Ja, wenn E.T. 20 Jahre später nochmal bei Elliot anruft. Elliot! Was? Hast du das Fahrrad noch? Nein, ich hab das Fahrrad nicht mehr. Elliot! Was? Trinkt deine Schwester immer noch Bloody Marys mit Schuss? Was? Nein, sie ist runter von den Drogen. Oh, ja. Drew Barrymore. Ja. Mit unter 12 Jahren schon Bloody Marys mit Schuss und glaube ich dann ein paar Jahre später schon dann erst mit Koks. 80er Jahre typisch. Aber mit irgendwie 12, 13, 14. Naja, kann passieren. Naja, aber zumindest kennt man sie noch, geht das zu den Elliot. Also Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Costume Quest und dann werden wir hier ein paar Kampfmarken kaufen bei, wie hieß sie? Wen? Hey. Wen ist ein kleiner. Sadie, genau. Also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge von Costume Quest. Bis dann. Happy Halloween.